Alle lügen mich an. Wem kann ich noch trauen? Entschuldigen Sie bitte. 11 Tage früher. Ich habe 2 Nachrichten. Eine gute und eine schlechte. Welche wollen Sie zuerst hören? Die gute. Ich will die gute zuerst hören. Na schön. Sie werden wieder gesund. Völlig gesund? Ja. Was ist die schlechte Nachricht? Sind Sie bereit? Nein. Sind Sie jetzt bereit? Ja, jetzt schon. Also gut. Hier ist die schlechte Nachricht. Um wieder gesund zu werden, müssen Sie Sport treiben? Nein. Gemüse essen? Nein. Videospiele spielen? Nein. Um wieder gesund zu werden, dürfen Sie 30 Tage lang nur Schokolade essen? Nein. Mit dem Auto fahren? Sind Sie verrückt? Wollen Sie uns alle umbringen? Und den Planeten? Entschuldigung. Also gut. Sie dürfen 30 Tage lang nur Wasser trinken. Mineralwasser? Nein, Wasser aus der Leitung. Leitungswasser? Wollen Sie mich umbringen? Ja, war nur ein Scherz. Nein, Leitungswasser ist gut für Sie und für Ihre Geldbörse. Was passiert, wenn ich etwas anderes trinke, bevor die 30 Tage vorbei sind? Dann holt Sie der Teufel. Was? Wirklich? Nein, dann werden Sie nicht gesund. Dann haben Sie weiterhin schlechten Atem. Ich will aber keinen schlechten Atem haben. Daher gibt's nur Wasser. Keine Limo, keinen Kaffee, keinen Tee, keinen Alkohol. Haben Sie verstanden? Ja. Noch etwas. An Ihrer Halskette klebt nun eine kleine Kamera. Und wenn Sie einmal kein Wasser trinken, dann sehe ich das sofort. Sie überwachen mich? Natürlich. Ich wäre sonst kein guter Arzt, oder? Nein, natürlich nicht. Und jetzt verschwinden Sie. Und schön Wasser trinken. Ja, auf Wiedersehen. Nicht so schlimm, solange ich noch Schokolade, Eiscreme und Chips essen darf. Einen Moment, fast hätte ich es vergessen. Keine Süßigkeiten, keine salzigen Snacks und auch keine Eiscreme. Aber warum? Darum, ich bin der Arzt. Sie sind nur der Patient. Sie tun, was ich sage. Kapiert? Aber es ist Sommer. 30 Tage ohne Eiscreme, das ist mein Ende. Nicht mein Problem. Und reden Sie nicht immer zurück. Ich rede nicht immer zurück. Tun Sie doch. Tu ich nicht. Tun Sie doch. Tu ich nicht. Raus hier. Sofort. 30 Tage nur Wasser trinken? Und keine Süßigkeiten? Wie soll ich das schaffen? Egon, sei stark. Sei tapfer. Nur Mut. Na gut, ich versuche es. Onkel E, möchtest du auch? Ich esse Eiscreme. Nein, danke. Keine Lust. Bist du sicher? Schau mal. So viele Kugeln. Mit Schokostreusel. Und Schlagsahne. Und dazu eine schöne Limo. Ich liebe den Sommer. Lass mich in Ruhe. Sei einfach nur still. Nicht auszuhalten. Was ist denn mit dir los? Schlecht gelaunt? Hat Ella Schluss gemacht? Nein, hat sie nicht. Egon, gehen wir aus? Schön essen? Und dann in eine Bar? Ja klar, ich hole dich in einer Stunde ab. Was möchten Sie trinken? Ich nehme eine Pina Colada. Alkoholfrei. Und du, Schatz? Ich nehme das, bringen Sie mir ein Glas Wasser. Wie Wasser? Sie sind hier in einer Bar. Sie müssen einen richtigen Drink bestellen. Wasser ist aber ein richtiger Drink. Nein, ist es nicht. Egon, Schatz, gönne dir doch etwas. Ich gönne mir Wasser. Ich liebe Wasser über alles. Seit wann denn das? Seit kurzem. Na schön, ich bringe Ihnen Wasser, aber Sie müssen trotzdem etwas bestellen. Sonst werfe ich Sie raus. Na gut, wenn es sein muss, bringen Sie mir einen Mocktail, irgendeinen. Mann, der sieht aber gut aus. Darf ich mal probieren? Na klar, bitte. Gott, schmeckt der gut. Komm,
nimm einen Schluck. Nein, ich will nicht. Ich kann nicht. Für mich gibt's nur Wasser. Schatz, ich bitte dich. Wer sagt denn sowas? Dein Arzt? Nein, das ist allein meine Idee. Ich trinke 30 Tage lang nur Wasser. Ach komm, mach eine Ausnahme. Ich verpfeife dich auch nicht. Niemand erfährt es. Es geht einfach nicht. Ach, sei nicht so langweilig. Langweilig? Meine Gesundheit ist mir eben wichtig. Ein Getränk bringt dich nicht um. Wer weiß, es könnte sein. Herr Maske, wie ich sehe, waren Sie brav. Sie haben 10 Tage lang nur Wasser getrunken. Nichts Süßes gegessen, keine Snacks. Sehr gut. Ich kann einfach nicht mehr. 30 Tage sind zu lange. Ich schaffe es nicht. Ach, kommen Sie, nur noch 20 Tage. Sie müssen ohnehin abnehmen. Sehen Sie sich an. Ich muss nicht abnehmen. Das sagen Sie alle. Na egal, wir sehen uns in 10 Tagen wieder. Und schön brav bleiben. Bitte lassen Sie mich gehen. Nein, ich lasse Sie nicht gehen. Sie müssen sich an unseren Plan halten. An unseren Plan? Das ist alleine Ihr Plan. Und jetzt raus hier. Ich habe zu tun. Also, wie heißt dieser Komponist? Wer weiß es? Stefan, bitte. Cola. Cola? Das ist nicht Cola, das ist Mozart. Darf ich Cola trinken? Ich habe Durst. Nein, du musst Wasser trinken. Cola ist ungesund. Ich trinke es trotzdem. Nein, das darfst du nicht. Ich darf. Meine Mama sagt, dass ich darf. Warum weinen Sie? Cola. Wie bitte? Ich will auch Cola trinken, aber ich darf nicht. Es ist verboten. Verboten? Wer verbietet Cola? Mein Zahnarzt. Ihr Zahnarzt? Warum denn das? Es ist, wie soll ich es sagen, es ist mein schlechter Atem. Ich habe Mundgeruch. Daher darf ich 30 Tage lang nur Wasser trinken. Herr Maske, wie soll ich es sagen? Ist er wirklich so schlimm, mein Atem? Naja, es ist so. Hasst ihr mich alle? Wegen meines Mundgeruchs? Aber nein, Sie sind der Lehrer mit dem besten, mit dem frischesten Atem. Sie hatten noch nie Mundgeruch. Ich muss mit meinem Zahnarzt sprechen. Herr Dr. Kraft. Herr Maske, was ist los? Sie waren erst gestern hier. Ich habe gar keinen schlechten Atem. Wer sagt das? Meine Klasse sagt das. Ihre Klasse? Die lügen doch alle. Warum sollten sie lügen? Die wollen doch nur gute Noten. Wirklich? Aber natürlich, die lügen alle wie gedruckt. Ich kann es nicht glauben. Tut mir leid, ich bin nur ehrlich. Ich bin der Einzige, dem sie trauen können. Ihre Klasse, ihre Freundin, alle lügen sie an. Wissen Sie, sie stinken fürchterlich. Aus dem Mund. Was soll ich tun? Bitte helfen Sie mir. Wir müssen den Zeitraum verlängern. 100 Tage nur Wasser. Ich verstehe. Danke, Dr. Kraft. Danke für Ihre Hilfe. Alle lügen mich an. Wem kann ich noch trauen? Entschuldigen Sie bitte. Was glauben Sie eigentlich? Warum haben Sie mich geschlagen? Ist mein Atem wirklich so übel? Ihr Atem? Nein, Ihr Atem ist wunderbar frisch. Aber Sie sind ein Fremder, ein Verrückter. Verschwinden Sie oder ich rufe die Polizei. Sie schon wieder. Wollen Sie wieder Wasser bestellen? Nein, heute nicht. Bringen Sie mir 10 Flaschen Cola. Ich habe viel nachzuholen.